Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 23. Juni 2016, vor über 2 Jahren, hatten unsere Freunde in Großbritannien die Möglichkeit, über ihren Verbleib in der Europäischen Union in einer freien, gleichen und geheimen Abstimmung zu befinden. Und ich freue mich, dass wir uns hier alle einig sind, dass wir das Ergebnis einer solchen Abstimmung auch akzeptieren. Am 29. März 2017 löste die Premierministerin Theresa May mit einem Schreiben an den Europäischen Rat den 2-jährigen Austrittsprozess aus, der nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrags bis zum 30. März nächsten Jahres abgeschlossen sein muss. Obwohl das alles schon ein bisschen her ist, beantragen die Grünen am 2. Oktober 2018 eine Enquetekommission, die ebenfalls 2 Jahre tagt und sich nun mit den Folgen des Brexit befassen soll. Das ist ein wenig spät, aber immerhin. Wie dem auch sei, wir sind froh, dass sich endlich mal jemand ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen will. Seit Beginn der Legislatur weisen wir im Ausschuss und im Plenum immer wieder auf die möglichen verheerenden Folgen eines Hard Brexits auf die deutsche Exportindustrie hin. Vergeblich. Es ist immer dieselbe Leier. Die SPD hat keine größere Sorge, als dass die Fleischtöpfe der EU nicht mehr voll genug sind und beantragt jetzt im Monatsrhythmus neue Geldzuweisungen aus Deutschland. Und die Regierung, vertreten durch Minister Holthoff-Pförtner und ebenfalls durch Herrn Kraus gerade eben, predigt die Dogmen der Brüsseler Nomenklatura nach. Die Freiheiten der EU, heißt es, seien unteilbar. Auf gut Deutsch heißt das, es ist Gott gegeben, dass jeder, der mit uns zollfrei handeln will, auch gleichzeitig die Grenze für Sozialtouristen offen halten muss. Dabei steht für uns Deutsche und gerade für uns Deutsche sehr, sehr viel auf dem Spiel. Die deutsche Automobilindustrie, unstreitig immer noch Schrittmacher unserer Wirtschaft, exportiert mehr Fahrzeuge in das Vereinigte Königreich als etwa nach ganz Asien oder nach ganz Nord- und Südamerika zusammen. Meine Damen und Herren, das ist ein Industriezweig, der einschließlich der Zulieferindustrie mehr Deutsche in Lohn und Brot bringt als jeder andere, auch in Nordrhein-Westfalen. Und das ist im Übrigen auch die Industrie, der sie mit exzessiver und irrationaler Umweltpolitik immer mehr zu schaffen machen. Im September ist dank der Dieselhysterie die Zahl der Neuzulassungen in Deutschland um ganze 30% eingebrochen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Automobilhersteller dafür Menschen auf die Straße setzen. Und wenn im März ein Hard Brexit kommt und die deutschen Autos im Vereinigten Königreich mit Zöllen belegt werden, dann wird es wieder viele Existenzen kosten. Sie alle, sämtliche Altparteien, sägen an dem Ast, auf dem sie sitzen. Sie gefährden unseren Wohlstand, nur um eben die Dogmen von der heiligen EU und vom heiligen Klima nicht in Frage stellen zu müssen. Und da der Antrag natürlich von den Grünen ist, findet sich überhaupt nicht ein einziges Wort zur Automobilindustrie. Die ist schließlich böse und die Menschen, die dort arbeiten, sind ihnen offenbar egal. Sie sorgen sich um viel wichtigere Dinge, etwa um Städtepartnerschaften. Die haben zwar wenig oder eigentlich gar nichts mit der EU zu tun, denn es gab sie lange vor der EU und es gibt sie mit zahlreichen Ländern außerhalb der EU. Aber im Antrag heißt es, Zitat, unter den 12 Staaten, in denen die NRW-Kommunen die meisten Städtepartnerschaften pflegen, befinden sich nur 3 Nicht-EU-Staaten. Partnerschaften in Nicht-EU-Staaten sind also eher die Ausnahme als die Regel. Zitat Ende. Das haben sie zumindest richtig recherchiert, aber offensichtlich einen falschen Schluss daraus gezogen. Auf den Top-Plätzen landen nämlich Frankreich, Polen, Niederlande, Belgien und Österreich, tatsächlich EU-Länder, aber natürlich auch unsere Nachbarländer, zu denen wir eine besondere Beziehung haben. Und deswegen ist es naheliegend, dass sie auch viele Städtepartnerschaften mit uns haben. Abenteuerlich sind auch die Ausführungen zum Erasmus-Programm, eine Sache, die wir, das hatte ich hier schon erklärt, ausdrücklich begrüßen und unterstützen. Die britische Regierung in Form ihrer Ministerpräsidentin hat sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass Großbritannien hier weiterhin teilnehmen möchte. Und im Übrigen macht das jetzt schon eine Reihe von Ländern wie Mazedonien, Island, Norwegen oder die Türkei, die nicht der EU angehören. Warum also sollte man dem Vereinigten Königreich hier den Zugang verwehren? Außer natürlich, sie haben vor, das wie mit der Schweiz zu machen. Und sie nehmen Schüler, Studenten und Lehrlinge in Geiselhaft für einen demokratischen Volksentscheid. Die Schweiz wurde aus dem Erasmus-Programm herausgeworfen, nachdem die Bürger
die Masseneinwanderungsinitiative angenommen hatten. Das ist wieder mal ein Zeichen der besonderen Größe unserer begeisterten Europäer. Schön ist auch die Sorge um den visafreien Personenverkehr mit dem Vereinigten Königreich. Auch der steht von britischer Seite nicht ernsthaft zur Debatte. Meine Damen und Herren, wenn die Briten sich um Massenmigration sorgen, wenn diese Sorge beim Brexit-Vote möglicherweise sogar ausschlaggebend war, dann dachten die nicht an Deutsche, die in das britische Gesundheitswesen drängen. Und sie meinten auch keine Österreicher, die Sozialfürsorge in London beantragen. Die dachten an genau zwei Personenkreise. Personen aus Südosteuropa und Personen aus Afrika, die ja bekanntlich auch hier im Land das ein oder andere Problem in der Gesellschaft oder in den Sozialkassen verursachen. Wir Deutsche haben noch mit einer ganzen Vielzahl von Ländern Abkommen über den visafreien Verkehr. Die meisten davon sind nicht in der EU. Das sind so namhafte Länder wie Albanien, Bosnien, El Salvador, Honduras, Kiribati, Moldawien, Nicaragua und Tonga. Warum, meine Damen und Herren, sollte das nicht auch mit Großbritannien gehen? Und schließlich wird es unfreiwillig komisch, wenn Sie zu Ihrem Lieblingsthema kommen, zum Klima. Da loben Sie die Briten erstmal als Vorreiter bei der CO2-Einsparung. Ich lasse jetzt mal dahingestellt, ob das ein so großer Verdienst ist, wenn ein Land quasi deindustrialisiert ist. Viel wichtiger ist aber, was Sie dann im nächsten Absatz immerhin zugeben. Die Briten erreichen diese vermeintlich vorbildlichen Werte vor allem deshalb, weil sie konsequent auf Kernkraft setzen und aktuell ganze 15 neuen Meiler in Planung haben. Da zahlt es sich eben aus, wenn man keine Grünen im Parlament hat. Und dazu heißt es dann im Antrag, Zitat, mit dem Brexit scheidet das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Atomgemeinschaft aus. Diese hat Sicherheitsrichtlinien etwa zur Überwachung und Stilllegung der Anlagen aufgestellt, die für das Vereinigte Königreich dann nicht mehr gelten. Zitat Ende. Und das muss eine ganz neu entdeckte grüne Liebe zu Euratom sein. 2002 hat der Grünen-Parteitag in Hannover den deutschen Austritt, quasi den Dexit aus Euratom gefordert. Noch 2 Monate vor dem Brexit-Referendum forderte die Grünen-Bundestagsfraktion in einem Antrag den Austritt aus der Euratom, sollten die Grünen-Wünsche nach deren Umstellung nicht erfüllt werden. Und letztes Jahr, 2017, äußerte sich ihre atompolitische Sprecherin Frau Kotting-Uhl, Zitat, 60 Jahre Euratom, ein völlig aus der Zeit gefallener Uraltvertrag. Deshalb würde ich sagen, austreten, also einfach beenden. Zitat Ende. Ja, was soll es sein, Herr Engstfeld? Ist Euratom jetzt gut? Sollen die Briten drinbleiben? Sollen die Deutschen austreten? Da sollten Sie sich vielleicht mit Ihren Parteifreunden nochmal verständigen. Meine Damen und Herren, es ist gut, dass über den Brexit gesprochen wird, denn er kann im schlimmsten Fall verheerende Folgen für Deutschland haben. Es ist gut, dass die Grünen diese Enquete, wenn auch spät, angeschoben haben. Noch besser wäre es freilich gewesen, wenn Sie die drängenden Fragen in diesem Zusammenhang ansprechen. Wir werden den Antrag, wie es sich für gute Demokraten gehört, natürlich unterstützen und würden uns freuen, wenn der Arbeitsauftrag der Kommission noch etwas verbreitert wird.